Und wenn wir unseren PHP-Mod in unserem Apache-Server korrekt installiert haben, dann wird uns auch hier PHP-BB angezeigt. Das heißt, dann weiß unser Apache-Server, wie er mit PHP-Dateien umzugehen hat. Ansonsten stellen die Webserver ja in der Regel nur HTML-Dateien dar. So, Sprachen können wir hier nicht auswählen. Wir haben in diesem Grundpaket nur die englische Sprache zur Auswahl. Und wir haben hier die drei Karteireiter. Davon ist der mittlere für uns interessant. Install. Klicken wir drauf. Ganz am Ende. Proceed to next step. Klicken wir auch drauf. So, dann wird unsere Version getestet, beziehungsweise unser ganzer Computer. Wenn wir zum Beispiel jetzt eine PHP-Version drauf hätten, die älter als 4.3.3 ist, dann wird da eben ein No stehen und dann wird es nicht funktionieren. Dann müsste man spätestens dann, falls Sie ein anderes Linux-System gerade haben, auf dem Sie das Video, sage ich jetzt mal, nachstellen, dann müssen Sie erst Ihre PHP-Version updaten. Ansonsten, falls hier irgendwas auf Nein lautet, auch entsprechend fixen. Gehen wir mal weiter, hier ist mal alles okay. So, hier sind jetzt unsere Datenbanken installiert. Und hier muss mindestens eine Datenbank, muss hier, sage ich jetzt mal, als available gekennzeichnet sein. Und wenn Sie das Video genau nachgestellt haben, dann muss auf jeden Fall MySQL als available dargestellt werden. Falls das nicht available ist, aber wir vorhin gesehen haben, MySQL läuft, dann liegt das daran, dass PHP leider keine Verbindung zu dem MySQL-Datenbankserver aufbauen kann. Das können wir dann eben in den Griff bekommen, indem wir hier System, Systemverwaltung, Synaptic-Paketverwaltung, dann fehlt uns nämlich ein ganz bestimmtes Softwarepaket noch. Schnell einloggen. Falsches Passwort. Okay. So, und zwar suchen wir dann hier oben nach MySQL. Das ist ja offenbar das Problem. Also die Datenbank kann unser PHP-BB-Forum ja nicht finden. Und eben PHP, geben wir die zwei Suchbegriffe ein und klicken auf Suchen. Suchen wir mal die entsprechenden Treffer ab. So, und da habe ich jetzt hier das, ich habe das Paket ja installiert, bei mir wurde es ja erkannt. Da gibt es hier ein Paket PHP 5 MySQL. Und das muss auf jeden Fall installiert sein. Wenn das installiert ist, dann wird PHP auch auf den MySQL-Server zugreifen können. Dann haben Sie das Problem nicht. Wenn Sie bei Ihnen MySQL nicht finden können, beziehungsweise Ihre PHP 5-Installation MySQL nicht finden kann, dann wird dieses Paket fehlen. So, klicken wir es wieder weg. Ansonsten, was haben wir sonst noch hier? Optionale Module, GD Graphics Support, den habe ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt so genau auch nicht warum. Ist aber auch nicht so wichtig, weil ich noch nicht mal weiß, wofür das da sein soll. Klicken wir durch und dann können wir hier unten, nachdem hier alles funktioniert, auf Start Install klicken. Falls die PHP, die Config PHP, nicht beschreibbar ist, dann müssen wir hier auch noch mal kurz die Rechte anfassen. Dazu wechseln wir nochmal in die Konsole. So, wir sind ja hier in unserem var-www-Verzeichnis. Ein kleines Dir zeigt uns unser PHP-BB-Verzeichnis. Und da haben wir ja eben die Rechte auf 777 gesetzt. Und das ist ja grundsätzlich korrekt. Jetzt ist es nur so, danach habe ich eben Dateien reinkopiert. Eben die Dateien aus dem ZIP Verzeichnis. Und da ist wohl zumindest diese Config PHP, die ist nicht beschreibbar. Also da sind die Rechte, sage ich jetzt mal, nicht so gesetzt worden, wie die Installation das benötigt. Das heißt, da müssen wir noch eine Anpassung vornehmen. Und das machen wir jetzt hier
ich sage es jetzt mal mit der Holzhammer-Methode, indem wir hingehen und nochmal dieses chmod 777 php bb3, das war der alte Befehl, sondern wir setzen vor dieses 777 ein minus r. Das bedeutet, wir setzen auch diese Rechte, jeder darf alles, auf alle Dateien, die danach folgen, an. So, und wenn wir das gemacht haben, dann... Ups, nee, das nicht cancel. Dann haben wir auf jeden Fall hier auch diese Möglichkeit, das zu beschreiben. Ansonsten können wir natürlich auch die Datei einzeln raussuchen und nur dieser Datei die Möglichkeit geben, das zu beschreiben. So, also klicke ich also auf Start Install. Und da müssen wir als nächstes den Zugriff zur Datenbank konfigurieren. Haben wir hier erstmal die Auswahl zwischen den Datenbanktypen, die eben in der Installation erkannt wurden. Also MySQL mit MySQL Extension oder eben nur MySQL. Ich nehme hier nur MySQL. Dann den Datenbank Server Hostname. Das ist Localhost. Den Port können wir leer lassen, solange es der Standardport ist, aber bis jetzt haben wir ja auch den Standardport benutzt. So, jetzt hier Database Name, also der Name der Datenbank. Da können wir uns jetzt irgendeinen Namen einfallen lassen, aber es macht natürlich schon Sinn, etwas zu nehmen, das relativ nah, sage ich jetzt mal, daran ist, wofür wir die Datenbank benutzen, damit wir es eben nachher leichter erkennen. Ich nenne das hier einfach PHP BB3. Dann der Database Username ist root. Das Passwort und jetzt nochmal den Prefix, der müsste eigentlich vorgegeben werden. Setze ich einfach PHP BB-unten hin. So, wenn das alles korrekt eingegeben wurde, dann müsste das Installationsskript von diesem PHP BB-Board jetzt auf die Datenbank zugreifen können, vorausgesetzt, die Datenbank PHP-BB ist auch vorhanden. Das ist sie nämlich natürlich in der Regel nicht. Deswegen gehen wir nochmal gerade auf